begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück. Up from the bottom. FIFA 2015 Ultimate Team. Let's play. Ich gerade hier nichts ahnt, noch fix die nullte Folge fertig geschnitten, damit die so schnell wie möglich online kommt. Auf einmal ploppt hier so eine Scheiße auf. In dieser Ansicht kannst du die Chemiebindung verbessern. Das ist ja unglaublich. Ja. Loyalität, Nationalität, Liga, Verein, Managerbonus. Aha. Das ist sehr interessant. Verbleibende Verträge. 75, 99, 7. Fitnessbewertung, aha. Zeigt die Chemie beeinflussten Attribute. Ja, 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 ja. Ja, ja, sehr schön. Okay. Und jetzt? Schau mal, ich habe hier noch einen Goldmann im linken Mittelfeld. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas bringt. Man muss ja hier... Oh, Aschavin. Man muss ja auf die Werte gucken, ne? So war das doch. So, was haben wir jetzt hier? 75, 76, ich weiß nicht, ist das gut oder nicht? Das ist ein Russe. Der passt hier, glaube ich, nicht rein, oder? Hm. Ich glaube, da heulen die dann nur, wenn ich den jetzt da reinmache. Was machen wir denn da? Ist das jetzt hier schon die bestmögliche Chemie? Wir testen mal gerade ein bisschen rum. Hm. Ja, das ist ja ganz gut. Das hier ist das spanische Dreieck. Haben wir... Also ich muss das jetzt erstmal hier zusammensetzen. So, das könnte jetzt tatsächlich schon eine dieser längeren Folgen werden, weil der Tobi jetzt erstmal gerade verstehen muss, was das Ganze jetzt hier auf sich hat. So, wen haben wir hier? Haben wir Veronika. Und die passt hier, glaube ich, nicht rein, die Veronika. Das ist natürlich schade. Wir haben Irländer, Spanier... Oh, Spanier haben wir hier relativ viele. Das heißt, die sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir die hier reinkriegen. Packen wir den zum Beispiel mal hier hin. Wow, ich bin so gut. Noch ein Spanier. Ah, ich will eigentlich kein spanisches Team bauen, aber die haben mir das gerade quasi so schon auferlegt. Wer ist denn das? Dia Putros. Ah, Verträge. Ja, 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 sehr schön. Ja, ja, sehr schön. Und? Ah, hier. Das wollte ich doch haben. Guck mal. Und dann nehmen wir doch dafür hier einen Spanier rein. Ah, das ist doch schon mal fast was. So, der Torwart ist eigentlich, glaube ich, auch... Hier haben wir noch einen Innenverteidiger. Bringt der mir jetzt mehr, wenn ich den jetzt hier habe? Oh, guck mal, da ist jetzt grün. Weiß nicht, ob es vorher auch grün war, aber egal. Zentrales defensives Mittelfeld. Guck mal. So, einer Mensch hier. Es wird doch schon. Aber ich will eigentlich kein spanisches Team. Was? Das war eine Scheiße! Muss ich jetzt den hier nehmen und muss den jetzt dahin machen? Oh, ich bin so gut. Ich bin einfach, das ist ein Naturtalent. Habe ich einen Torwart, zufällig? Nö, ich glaube nicht. Hier haben wir einen Belgier, hier haben wir noch einen Spanier, aber wir müssten vielleicht mal hier ins linke Mittelfeld. Ich wüsste ja, ich weiß auch nicht, in welcher Liga der spielt oder... Das ist ja, also das... Was ist denn, wenn ich Aschavi da hinpacke? Bleibt das auch rot? Ja, das ist ja ganz rot. Das ist ja ganz duster. Aber Aschavin ist das ja, ne? Aschavin ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Eigentlich, aber ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt auf Werte gucken darf. Müssmer heißt der. Aha. So, wer bist du? Kenne ich nicht. Hallmann. Ich glaube, ich lasse das jetzt tatsächlich so. Ich weiß gar nicht, Also, theoretisch müsste man ja hier fast schon auf spanisches Team gehen. Oder man nimmt hier tatsächlich so eine Hybrid-Kacke. Manager-Objekt anwenden, mit Verein tauschen, aus der Mannschaft entfernen, Schnellverkauf. Der bringt mir aber nichts. Manager-Objekt anwenden. Keine Objekte verfügbar. Hm. Haben wir irgendwie noch... Bringt der hier mehr? Ah ne, da ist es nur noch gelb. Aber die Chemie hat sich nicht geändert. Glaube ich. Hier haben wir einen Stürmer. Bringt... Was haben wir noch so für Stürmer hier? Einen Russen? Ah, wenn wir den Russen jetzt aber hier spielen lassen... Oh, ich dachte, Russland und Russland versteht sich. Dem ist anscheinend nicht so. Ich will aber Javin spielen lassen. Mann, ja, man muss da ja halbwegs einen Stürmer reinpacken, oder nicht? Ach, das kann doch nicht wahr sein.
Wen hatten wir da vorher? Den Bajic. Heißen die alle Bajic? Hier haben wir jetzt 68 Chemie. Theoretisch müsste man da jetzt Spieler kaufen. Naja, okay. Ich kann den ja auch nicht irgendwie dopen oder so. Einen Torwart haben wir nicht großartig. Eigentlich müssten wir bei einem Torwart anfangen. Eigentlich. So, und als Torwart müssten wir uns da halt irgendwas ranholen. Und da müssten wir eigentlich was Billiges holen. So, ich geh jetzt mal auf Weiter. FIFA Ultimate Team Zentral. Spielerleihen. Einige Spieler haben angefragt, ob sie in deinem Verein auf Leihbasis anschließen können. Ah, das ist schön. Bestenlisten. Aha. Aha, aha, aha. Team der Woche. Spielen, Mannschaften. Das ist meine Mannschaft. Ah, ich möchte zwei Mannschaften. Also, ich mache eine YouTube-Mannschaft und eine für mich persönlich. Die mache ich alleine. Ich kann aber hoffentlich hier noch eine dazu machen. Ah ja, kann ich. Ich kann die doch umbenennen, oder? Ich will mich doch anders nennen. Wie nenne ich mich denn? Wie nennt sich der Tobi jetzt mal? Puh. Ja, das mit dem Namen ist jetzt so eine Entscheidung, ne? Eigentlich so wäre ich ja für Straight Edge Kickers oder sowas. Ich nehme das jetzt gerade einfach mal, wenn mir gerade absolut nichts Besseres einfällt. Wenn ihr Vorschläge habt, gerne in die Kommentare. Straight Edge habe ich jetzt einfach mal mein Lebensmotto ganz fix geklaut und Shooter hinten dran. Sehr einfallsreich, also. Oh, ich habe Edge. Da habe ich Kacke gemacht. Edge. Straight Edge. Schuh. Oh, da kann ich gar nicht mehr. Wie nenne ich die denn dann? Puh, da bin ich tatsächlich überfordert. Dann nennen wir die mal Punt. Punt-Kickers. Das wissen Wrestling-Fans, die Randy Orton kennen, die wissen, was die Punt-Kickers sind. So, 2,5 Sterne. Boah, ich bin so gut, ne? Okay. Dream Squad, was ist das? Neues Konzept. Keine Ahnung, was das ist. So, Shop, was haben wir da? Sets ansehen. FIFA Points. Ich gehe mal zu Sets ansehen. Shop-Katalog wird aktualisiert. Belohnungsset. Ich habe ein Belohnungsset. Habe ich das? Kann ich überspringen? Oh, jetzt habe ich hier Spieler. Hier kannst du neue Objekte verwalten. Du musst sie sortieren, bevor es in Ultimate Team weitergeht. Was? Das sind alle neuen Objekte. Hier hast du Zugriff auf deine aktive Mannschaft. Komplettiere die ausgewählte Mannschaft mit Neuzugängen. Sende Objekte auf die Transferliste und verkaufe sie auf dem Transfermarkt. In dem Verein werden deine Objekte aufbewahrt. Über das... okay. Das sind jetzt meine neuen. Ich kann aber nur einen nehmen, ne? Also eigentlich müssten wir ja was Spanisches nehmen. Das kommt mir alles ein bisschen spanisch vor. Oder Torwart. Der ein bisschen was kann. Oder da haben wir noch einen Torwart. Und hier haben wir noch einen Deutschen. Wir dürfen ja jetzt nicht den mit den höchsten Werten nehmen, wenn ich das richtig verstehe, ne? Möchtest du wirklich alle Objekte aussortieren? Nein. Ich möchte jetzt eigentlich... ich will einen einzigen kaufen. Eigentlich brauchen wir einen zweiten Torwart. Wir brauchen einen zweiten Torwart. Ich weiß, der bringt uns vielleicht gar nichts. In den Verein. Ist er jetzt bei uns? Spielsteiger, los, Verein. Huch, den hätten. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gemacht habe. Naja. Wir brauchen vielleicht noch irgendwas mit Schnelligkeit. Haben wir da hier ein bisschen was? Oh, jetzt muss der Tobinis. Moment. Uah, jetzt habe ich genießt, ich entschuldige mich. Was habe ich eigentlich gerade gemacht? Ich habe gerade zufällig was gedrückt, glaube ich. Neue Objekte, aktives Team. Achso, das ist meine Auswechselbank. Neue Objekte. Was eigentlich mit dem Torwart, den wir da gerade noch hatten? Na, den habe ich ja irgendwie in den Verein geholt, ne? Und den Rest könnte ich eigentlich direkt verkaufen. Wobei, der Stürmer hier, Österreicher. Komm, du kommst in die aktive Mannschaft. Los, rein da. Ja. Du bist doch scheiße. Ach so. Ah, dann machen wir da hin.
Jawohl. So, aktives Team ist komplett voll. Und ja, den Rest müssen wir komplett aussortieren. Jawohl. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade absolute Scheiße gemacht. 700, also Bronze-Set kostet 400 Münzen. Premium-Bronze ist jetzt 750 Münzen. Das wollen wir aber nicht machen. Gold-Sets kosten 5000 Münzen. Nee. Nee, sowas machen wir nicht. FIFA-Points. Wer kauft sich sowas? Jetzt mal im Ernst. Wer kauft sich für 100 Euro 10.000 FIFA-Points, hä? Also 12.000 quasi. Das ist ja... Naja. So. Transfers. Muss ich Leute verkaufen. Transfermarkt. Live-Transfers. Suche SV Werder-Spieler. Verträge suchen. Goldspieler suchen. Wen suchen wir mal? Könnten mal. Ich suche jetzt mal jemanden. Passt mal auf. Ich habe mir dann nämlich einen Namen aufgeschrieben. Dann hätten wir das Torwartproblem. Ich weiß, dass ich gerade vollen Kader habe, aber... Hier, guckt mal, der da. Diego Alves. Suchen. Das war so wie den Torwart, der gar nicht so teuer war, glaube ich. Ich brauche was Billiges. Ich habe ja nur so wenig Münzen. Seite 2. Oh, wie oft es den gibt. Kann man den nicht auch so kaufen? Kann ich den einfach so kaufen? Jetzt kaufen. Geht nicht. Aber weil das noch 7 Minuten geht. Ach, das ist doch scheiße. Kann ich nicht Dinge sofort kaufen? Neue Mitarbeiter, Mitarbeiter bräuchten wir auch, aber... Hm. Ich glaube... naja. So. Team der Woche. Naja, die lassen wir mal. Das heißt, ich müsste mir tatsächlich hier irgendwie den Menschen da suchen. Aber dafür brauche ich Gold und das muss ich mir erst erspielen, glaube ich. Okay, das heißt, wir müssen spielen und werden jetzt wahrscheinlich auseinandergenommen. Team der Woche ist neu. Online-Turnier, Online-Saison. Eine Saison machen wir noch nicht. Wir machen eine Einzelspiel-Saison, Einzelspiel-Turnier. Eigentlich, wir müssten theoretisch eine Saison machen. Ich würde aber auch gerade mal ganz gern... einfach, kann ich auch einfach mal so gerade spielen, ohne dass hier was geht, hallo? Zurück, möchtest du? Nein, will ich eigentlich nicht. Kann ich hier, wenn ich bei Einzelspieler-Saison... Kämpfe um den Aufstieg. Schaffst du das ultimative Ziel, die Liga 1? Muss ich das jetzt hier machen oder kann ich auch gerade selber was spielen? Eigentlich müsste ich World Tour hier machen, oder? Football League 2, Ultimate League. Das Einzelspieler an Online... Ah, Online ist halt gegen andere Leute und Einzelspieler ist halt einfach nur gegen Computer, glaube ich. Ja, das wollen wir eigentlich nicht. Online-Turnier, Einzelspieler-Turnier. Was ist das Spiel gegen Freund? Online-Einzelspiel. Guck mal an. So, das ist jetzt mein Team. Deine Mannschaft ist spielbereit. Möchtest du sofort Veränderungen von ihr zurückgeben? Aufstellung bearbeiten möchte ich. Was? Hilfe gefährlich? Nein, geh weg! Moment mal. Haben wir nicht jemanden gekauft? Eigentlich, ursprünglich, irgendwann mal? Wir haben Stürmer gekauft, das weiß ich. Mal gucken. Achso, das schadet ja dem spanischen Dreieck da. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut, was ich jetzt gemacht habe. Das machen wir wieder so. So, ja, okay. Ein Schweizer. Okay, und was ist mit dem Torwart, den wir da in den... Den haben wir nur in den Verein, oder was? Naja. Okay, also unser erstes Spiel Online Ultimate Team. Ich glaube, wir werden absolut ins Essen hauen. Würde ich jetzt gerade mal sagen. Warte mal, ich muss gerade noch mal ganz kurz gucken, welcher Stürmer besser wäre. Veronika oder der da? Ich glaube, Soleimani. Und das ist, glaube ich, der da gerade ist. Okay, wir gehen auch weiter. Wir starten das erste Mal Ultimate Team online. Und zwar der Tobi. Hey, warum heißt denn das Toulouse AS? Was denn das für ein Scheiß? Ich will gar nicht Toulouse AS heißen. Trikots muss ich mir dann auch noch kaufen. Ich glaube, ich werde jetzt deftig aufs Maul kriegen. Aber wir gehen einfach mal fertig. So.
Heiter 6 Minuten, jawohl. So, was erwartet uns jetzt? Bonn VfL. Chemie auch 68, also das hat er genauso wie ich. Und was hat er für Spieler? Oh, ZDM, da hat er einen 77. Oh, Stürmer hat er auch einen. Oh nein, das gefällt mir nicht. Oh weia. Das kann doch fast nichts werden. Jetzt muss ich eigentlich fast schon Angst haben hier. Das ist ja unglaublich. So, dänischen Manager hat er, ja, sehr schön. Okay, wir gucken einfach mal, was uns jetzt erwartet. Ich bin höchst gespannt, was jetzt hier passiert. Ob ich mich blamier, ob ich mich nicht blamier. Warum heißt ich noch Toulouse? Ich habe mich doch eigentlich anders benannt. Naja, ich bin halt ein Noob. Und dann ein ziemlich großer. Und ab dafür. Also, das ist jetzt mein Gegner und der kann jetzt, also das ist jetzt ein richtiger, ne? Oh ja. Das ist ein richtiger. Ah, deine erste Chance hast du vergeben, Kollege. Weil ich so großartig bin. Weil ich so großartig bin. Weil ich so großartig bin! Ah, schade. Schade. Ja, der Tobi macht dir schon direkt von Anfang an Dampf. Ja, genau so muss man da rein. Ja, schade. Muss er schon zum Torwart zurückspielen. Erste Schwächen erkennbar beim Gegner. So, Aschavin war da. Ja, Mist. Oh, wie der mich einfach überläuft. Wie unfair ist das denn? Das ist ja mal richtig unfair. Warum ist denn der so schnell? Ja, so ein Scheißdreck. Oh, der Pass. Der Pass. Jawohl. Großartig. Das war großartig gespielt, fand ich. Oh, Leute. Ah, das ist so mein Einstieg. So kann man das doch machen. Der Xavi Rey oder wie er heißt. So, VfL Bonn. Das war dann wohl nix. Jetzt gibt's Ecke, scheiße. Komm, Bonn. Los, Bonn. Los, Bonn. Zeigt, was ihr könnt. Zeigt, was ihr könnt. Puh. Das war knapp. Aber vorbei. Deswegen alles gut. So. Na, wir liegen hier in Führung. Es ist doch erstmal schon mal ganz gut hier bei Up from the Bottom. Ja, gib das Bällchen ruhig wieder her, Kollege. Oh, da hat er einen Risky Pass gemacht. Kollege, ich weiß genau, was du machen willst. Ich weiß genau, was du machen willst. Oh nein. Ich weiß genau, was du vorhast. Das ist das Problem. Und... Ey, das ist ein Foul! Ah, ja, wir haben ja einen Torwart, der aufpasst. Alles gut. Alles easy. Oh, das war, glaube ich, nicht so gut. Boah, Mist. Abseits. Abseits, aber ganz klar. Ganz klar abseits, aber mindestens. Ja, das ist ja... Das sieht ja jedes Kind. Das sieht ja ein Blinder mit Krückstock. Man merkt mir gar nicht an, dass ich hier meine Aufregung kleinreden will. Ja, erstes Spiel Ultimate Team und dann direkt ein Sieg. Ey, das wäre mal... Das wäre mal eine Maßnahme, oder? Das wäre doch mal... Grimaldi heißt der. Mhm. Grimaldi. Grimaldi-Waldi. Du Olla Schnulzer. Die habe ich oben, Kika. So. Was machen wir da jetzt? Am besten mal eine Reaktion zeigen. Schon mal gar nicht so schlecht, aber ich hätte eher in die Mitte spielen sollen. Aber das glaube ich sweaten und das darf man ja nicht, oder? War da nicht sowas?
dass man hier nicht sweaten darf oder dass das uncool ist? Ich glaube. Oh nein. Oh nein. Boah. Säbelt das Ding über. Die Latte, ey. Gott sei Dank. So. Müssen ihn irgendwie versuchen zu demoralisieren. Mit unserer Spielweise müssen wir ihn quasi zermürben. Ja? Ratatatata! Putz! Sulimani! So ist das doch schon mal nett. Da kannst du deinen Torwart rausholen, wie du witzig bist. Du Klon! So, erneute Führung für den Tobi. Das ist schon mal ganz gut. Und jetzt nur noch hinten reinschieben mit Elfmann. Oh, jetzt war sogar kurz AFK. Jetzt ist er angefressen. Sichtlich haben wir den Gegner hier schon zerstört. Also, oh, oh, oh. Und nochmal. Jawohl. Herr Kollege, was machst du? Hä? What you gonna do? Warum macht der das lange Eck da für mich so auf? Ist mir egal. Ich führe 3-1. Ich bin King. Tja, VfL Bonn ist jetzt nicht der Verein to be. Hab gehört, das ist eigentlich eine ganz schöne Hustentruppe. Ja, ja, Einwurf, Kollege. Einwurf. Für mich. Für mich ganz allein. Oh, Mist, das war nicht so gut. Das war schon wieder großartig. Und da steht es 4-1. Sulimani, das ist jetzt schon mein Lieblingsspieler. Puh. 32. Minute. 4-1. Oh, ich dachte irgendwie, Ultimate Team wird fordernd oder sowas, aber dass dann hier gleich so eine übelste Zerstörung incoming ist. Ja, Kollege, das musst du echt nochmal üben, finde ich. Also das muss er echt nochmal üben. Das war nix, Kollege. Das kannst du besser. Better next time. Ja, mein Team, ich brauche keine Goldspieler. Ich bin auch so gut. Sie lassen den Ball richtig fallen durch die... Ja, komm, schieß mal. Ah, warum nicht? Warum nicht? Ja, läuft bisher alles nach Plan für den Tobi. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. So. So, oh, wie er das spielt. Schade, dass FIFA meint, nee, ich wollte ihn nicht anspielen. Mist. Oh, einer hinter, das ist ja offen, dieses Loch. Das kann ich ja eigentlich so nicht stehen lassen. Ah, du willst ja den langen Ball spielen, ne? Ich weiß es doch auch. Natürlich willst du das. Oh! Wieder Grimaldi. Das ist so sein Hoffnungsschimmer, oder? Lässt er sich feiern. Ah, vielleicht ist doch einfach genauso ein Noob wie ich und er hat halt ein bisschen Pech am Anfang. Ah, Xavi. Hm. Puh, jetzt hatte ich, glaube ich, ein bisschen Glück, dass ich das Kopfballduell da gewonnen habe. Ich will die hier nicht vorbeilassen. Ah, Ecke. Alles gut. Souverän verteidigt hat er das. Komm, mach. Nicht Zeitspiel hier. Abgesehen davon, dass die Uhr steht. Ja, da lässt er sich Zeit. Was tüftelt er aus? Oh, eine besondere Eckballvariante soll es sein. Oh, Kollege, das hat nicht geklappt jetzt. Muss ich dich jetzt, also da kann ich dich jetzt nicht für loben. Oh oh. Boah. Gerade so, Alter. Da gibt es ein paar brenzlige Situationen.
in unserer Abwehr. Ja, aber jetzt ist erstmal Halbzeit. Ja, ist alles gut. Alles gut bisher. Wir führen hier mit 4-2. Soleimani und Javi Rey. Und bei ihm zweimal Grimaldi. Das ist ja alles ganz nett. Okay. Also von mir aus kann es, glaube ich, weitergehen. Mir ist nur wichtig, dass ich hier gewinne. Und mir dann vielleicht Spieler kaufen kann und mal gucken. Muss eh noch mal gucken, wie das hier funktioniert, ob ich mir Spiele direkt kaufen kann oder ob das nur über Transfermarkt geht. Keine Ahnung. Nennt mich Noob, aber so ist es nun mal. Ich müsste jetzt übrigens gerade mal... Ah, naja, okay, jetzt geht's nicht mehr. Ich hätte eigentlich jetzt gerade mal Ladekabel suchen müssen hier für den Controller. Herr Grimaldi, was sollte das denn jetzt? Das war nix, Kollege. Oh Mist, das wollte ich eigentlich souverän spielen. Da braucht kein Torwart hin, das ist einfach Abstoß, ja. Also, diese Art von Vorwärtsspiel habe ich zuvor noch nicht großartig gesehen. Ich glaube, das hat sogar Gründe. Oh, der macht mich da nackig, ey. Das kann ja wohl nicht sein. Gott sei Dank legt er sich den Ball dazu weit vor. Vielleicht ist das aber auch so ein übelster Profi und ich mache den gerade fertig. Ob das so ist? Oh, Leute, seht ihr das? Winsel um Gnade. Oh, schade. Ja, okay, der stand am Abseits. Das ist, glaube ich, sogar richtig. Na, na, na. Diskussionsbedarf besteht da leider nicht, denn das war eine klare Entscheidung. So. Ja, jetzt will er hier einen raushängen lassen. Ja, wie er das spielt, Mensch, Kollege. Da war der Abschluss allerdings nicht gut genug, um unseren besten Keeper der Welt zu schlagen. Oh, das war nicht schlecht gemacht. Das kann ich aber auch, Kollege. Boah! Haben wir ihn gelegt? Da flankt er direkt hinterher. Noch ohne Erfolg. Jetzt der Schuss und das Ding haben wir sicher. Und weg. Krieg ich, oder? Krieg ich? Ja. Ich glaube, ich kriege aber noch eine gelbe Karte, oder? Naja. Mimi. Aber wenigstens habe ich einen Hof. Oh. Schade. Jetzt sind gerade zu viele Spieler vorne. Und er würde mich eventuell fertig machen. Kollege, du bist weiß, ne? Nur mal zum Verständnis, weil das kam jetzt nicht unbedingt zum Ausdruck mit seiner Spielweise. Okay, ja. Alle schauen, was er vorhat. Und er rennt über außen. Und die Flanke ist nicht gut genug und ist immer noch nicht gut genug. Der Ball ist immer noch heiß und es passiert. Reicht das für mich ja wohl. Ah, das ist natürlich super gespielt von mir. Oder auch nicht. Boah, diese Verteidigung. Also jetzt müssen wir hier ein bisschen kämpfen, aber bisher ist hier noch alles machbar, ja, Kollege. So kannst du mich nicht austricksen. Nicht mit mir. Das war definitiv ein Foul von ihm. Ja, mein Spieler blockt ihn da weg und holt die Ecke. Jawohl! Ja, so muss man das spielen. Guckt's euch an. Oh, da sollte mal einer hin von mir. Leute.
Na, Gott sei Dank. Oh, dieser Kampf. Diese Leidenschaft. Mit Herzblut. Schmeißen wir uns da in die Bälle. Ja, hört euch an, der Buschi, der sagt's. Der hat den kommen sehen. Das heißt nicht mehr, der hat das antizipiert, der hat das kommen sehen. Ja? Der Abiturient nennt das nämlich plötzlich nicht mehr antizipieren. Plötzlich sieht das kommen. Oh, wie wir da rauskombinieren, ne? What you gonna do, brother? Ich bin schneller. Eigentlich. Also, zeitlich wird es jetzt für unseren Kollegen wahrscheinlich etwas eng. Ja, den kannst du ruhig vorbeischießen. Ja, finde ich gut so. Nee, ich finde das wirklich, also, so muss er das machen. So. Und ich denke ganz einfach mal, wir werden, bis ich dann nächste Woche ein klein wenig Hilfe bekommen werde, da verrate ich jetzt aber gerade mal noch nichts, werden wir also die nächsten zwei Folgen mal noch damit verbringen, einfach so jetzt hier die ersten Spiele zu spielen, uns reinzufinden in FIFA Ultimate Team. Kollege, glaubst du, du kannst mich austricksen? Na, was ist das denn für ein Helldenker? Also, so nicht, mein Freund. So nicht. Ah, schade. Ich wollte gerade sagen, bei mir klappt es wenigstens, aber nicht mal das stimmt. So nicht. So nicht. Ja, guck mal, wo der herkommt. Das ist ja... Da hat sich gerade von dir ein Krampf noch eingehandelt. Also ich finde ja, ich mache das großartig. Ja. Ja. Ja, warum nicht? Scheiß drauf, dass der drüber geht. Fand's gut. So. Weites Bällchen. Für den Papa. Na, warum Mist? Aber der Stürmer da, der ist mein Garant hier. Oh Gott sei Dank. Nein, 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 nein. Boah, Alter. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Oh, der Spieler, der steht da einfach. Der hält sich das Bein. Den haben wir kaputt gemacht. Kaputt. Jawohl. Genau so. Wir zerstören sie. Körperlich. Boah, diese Spieltechnik, es ist vorbei, wir gewinnen unser erstes Spiel bei Ultimate Team, nicht in der Liga, aber wir müssen uns ja ein bisschen in den Freundschaftsspielen einfinden, 4-2, erstmal müssen wir natürlich auch an Geld kommen, bevor wir uns hier höhere Ziele abstecken können, und ja, es heißt ja auch up from the bottom und man fängt nun mal nicht sofort in der Liga an, ich zumindest nicht, und ja, ich fand mich gut. Und das reicht ja schon mal. Da. Okay, in dem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Wir haben 583 Münzen verdient. Jawohl. Und ja, in dem Sinne melde ich mich ab und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann heißt FIFA 15 Ultimate Team up from the bottom. Und ja, jetzt gucken wir nochmal eben, was wird hier geladen. Dim, 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 dim. Gehe zum Shop und kaufe mit Münzen ein Set. Kaufe einen neuen Spiel auf dem Transfermarkt. Das weiß ich noch nicht. Das entscheiden wir beim nächsten Mal. Ich bin raus. Leute, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.